Hallo Jutabis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Football Manager 2016, Folge 13 und reißt da das Glück gegen Barleben? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aha. Das ist ja auch interessant. Die Jugend hat verloren. Dann weiter jetzt. So, das ist alles unter ferner Liefen für mich. Das bin ich egoistisch. Meine Mannschaft muss Erfolg haben, damit ich Erfolg habe und berühmt und berüchtigt und ganz viel Gehalt kriege. Und dann will uns Real Madrid und schenkt uns einen Verein und wir machen daraus, was immer wir wollen. Oder vielleicht auch nicht. Aha. Ja. Das Komische ist. Immer keine zweite Mannschaft, aus der wir diese Figuren hier immer generieren. Wo kommen die bloß her? Ich habe keine Ahnung. Muss autogeneriert sein. Na egal. Das Spiel gegen Barleben. Daheim? Oh, na wie interessant. Damit kann ich leben. Wird die Siegesserie halten? Werden wir auch heute wieder zu Null spielen? Und wird Xen aufhören, in konjunktiven Sätzen zu reden? Dies und viel mehr erfahren Sie in dieser Folge. Ah ja, decent. Firm Favorites. Na ja, gut. Felix Brüch, aha. Konnte ich noch nie ausstehen. So. Aha. Die haben einen neuen Trainer, gegen die wir nächste Woche spielen. Das freut mich für euch. Ihr werdet trotzdem verlieren, hoffe ich. So. Die haben sogar bloß drei Spieler zur Auswahl. Na denn, weiter geht's. So, wie sieht's bei uns aus? Das ist ja wieder. So, und jetzt wüsste ich gerne, woher die hier kommen. Wo da. Die ich nur gerne mal nebenbei so einen Vertrag anbieten würde. Ja, will ich. Egal wie und warum. So. Belau ist. Kann ich das nächste Spiel nicht registriert sein, heißt was? So, jetzt habe ich jetzt wahrscheinlich meinen besten Ersatzstürmer registriert und kann ihn dann nicht mehr verwenden. Keine Ahnung. Brettfeld auch, hat keine Nummer, ist mir. Squad Numbers. Kann man das automatisch machen? Ja. All. Submit Numbers. Zurück zum Match Preview. Da waren wir schon. Das wollten wir nicht, aber ist auch schön zu wissen. Overview. So. Wen können wir noch auf die Bank nehmen? Wir hatten immer den Rechtsverteidiger oder so, ne? Fletcher, bla bla. Mittelfeld rechts haben wir schon. Nehmen wir noch einen. So, passt schon. Reicht mir, weiter geht's. Wir spielen so weiter wie bisher. Cannot be registered, das habe ich gar nicht. Jetzt haben wir den nächsten nämlich auch noch. Defensive links, zentral rechts. Was haben wir noch? Defensive rechts, rechts, zentral. Komm, hier wir rein, fertig. So, jetzt mit ihm, Dankeschön. Jetzt wisst ihr, wen ihr da auf dem Kader habt. Markanschild 1 zu 6, Favorit, weiß. Was die Quoten hier dann zahlt oder was? Ich habe keine Ahnung. So, Langkerze. Ach, wir gleich mit zwei Stürmern. Ja, dann Holger Federer, Tight Marking. Ja, du bist wie immer ohne Ahnung, ja, klar. Weiß. Du nicht, aber auf jeden Fall getackelt bis zum Umfallen. So, und was haben wir hier? Axel Anger. Du bist zentral, interessiert mich nicht. Toni Eggert. Du bist auch ein zentraler Mittelfeldspieler auf dem Ohr. Manuel Döpper. Du bist ein Stürmer, du gehst immer drauf. Dankeschön. Ich meine natürlich nicht, dass wir ihn umbringen wollen, sondern nur, dass wir ihn hart tacklen. Tias Düker, noch so einer, always. Fuß ist mir dabei ziemlich wurscht. So gut kannst du nicht sein. Noch ein zentraler, ihr habt nur zentrale Mittelfeldspieler hier, oder? Ein Rechtsverteidiger habt ihr auch noch. Vielleicht noch ein Ersatztorwart. Wow, ich bin beeindruckt. So, Herzog, wie sieht's bei dir aus? Right only, sagt ihr mir. Und blank. Left only. Also. Damit du den Stürmern die Laufwege noch richtig beschissen machst, muss der blank auf den rechten Fuß gezwungen werden. Und der Herzog auf den linken. Always closing down ist blöd. Tackling, ja. Passt schon. So, overall passionately. Wir sind die Favoriten, also zeigt mir, was ihr drauf habt. Naja, geht auch. Zwei fühlen sich davon schon mal immerhin angesprochen. Ist glücklich, der nächste unglaublich guter Raum. Ja, was soll's.
Haben wir das letzte Mal schon eingestellt, richtig? Ja. Extended, natürlich, läuft alles. Und jetzt hoffen wir, dass es besser wird. Ne? Also mit in puncto Tore schießen. Nicht nur herausarbeiten und sehen, sondern auch mal in den Kasten. Mehr als einmal pro Spiel. Und dabei darf natürlich weiterhin kein Tor fallen. So macht man das als Aufsteiger. Man setzt Erwartungen, die müssen gnadenlos überzogen sein. Und wenn die Mannschaft die erfüllt, sagt man, dass man gerade so zufrieden ist. So entstehen große Clubs. Festes Regiment. Was? Gruppe Universalis AC. Außer mich davon, keine Ahnung. So. Ich guck's ja schon. Das reicht. Ein guter Spielzug, aber die decken da deutlich. Wer ist es draußen? Genau. Kollege sagt, hat nicht so viel Platz und viel zu viel Ungeduld. Und Klaus macht mal wieder gar nichts Vernünftiges. Wieso ist der Code drin, Leute? Naja. Da ist gar keiner mehr von da. Und irgendeiner müsste da mal rein. Nicht nur den Ball hinterherlaufen. Unser Kapitän, der darf gerne auch mal drauf schießen. Macht er nicht. Stattdessen eine Flanke in die Leere. Und jetzt Pressing. Immer Druck machen. Immer Druck machen. Die dürfen nicht eine Minute den Ball haben und sich dabei wohlfühlen. Das geht nicht. Da haben wir was falsch gemacht. Im Hintergrund rührt ich mein Notebook, weil ich die Folge von gestern hochlade. Die Aufnahme war gerade eben aus meiner Perspektive. So. Im Gegensatz zu Videoplay ist das hier nicht immer tagesaktuell. Warum? Hm, gerade dabei sind. Also an dem Tag, in dem ich vorgesehen, kommt auch wieder regulär Fußball. Interessant. Und Sonntag dann das Länderspiel der Herren. Der Fußballnationalmannschaft von Deutschland. Minutenlang passiert gar nichts, außer einmal Ibold im Abseits. Wie sollte es auch sonst sein? Bin ja geneigt, den auch mal regulär ins rechte Mittelfeld zu setzen. Gut gemacht. Erste Zeit. Das wird immer müssen. Einmal trifft. Also Ballack hätte den reingemacht, muss ich sagen. Echter Führungsspieler. So. Und es passiert gar nichts. Eine Durchschnittseinschätzung meiner Spieler weiß ich, dass das kein sehr gutes Spiel war. Ui, ui, ui. Gut, ich mal ein anderes Tor. Was, schon das dritte Saisontor? Na gut, na gut. Das ist ein echt ziemliches Spiel. Außer. Und ja, das ist ein Fehler in der Matrix, das kommt vor. Klaus, der Keeper hätte ihn haben müssen an der Stelle oder wenigstens nach außen weg und nicht hinter seinen Rücken fallen. Ja, und dann hat der Abwehrspieler gepennt. Und so kommt das 1:0. Bin ich durchaus mit zufrieden. Wie immer ist mein Stürmer überhaupt nicht involviert in das Spiel. Das hätte jetzt aber auch mal ein Treffer sein können. Also, es scheint, als ob die Serie hält. Das ist ein Nervenkitzel. Wie viele Folgen lang wird das gut gehen? Zicker, du musst die nie verteidigen, also war jetzt kein Hilfsspieler. Also, der Keeper ist ja nicht die Wucht. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal umstellen und den Schossler wahrscheinlich auch zum Stürmer machen. Dann wird er nicht sehr begeistert sein, aber ich kann nichts dafür. Ich will es 2:0 jetzt. Will sich mal jemand aus dem Flügel anbieten? Nicht alles durchs Zentrum. Na gut, bei dem Torwart ist das offensichtlich drin, aber falls das Torwart ist, wahrscheinlich die Feldspieler, die sie angestellt haben, in den Kasten.
Abseits von Jens Werner, das ist unser Rechtsverteidiger. Wieso steht der am Abseits, bitte? Ne, gut. Was heißt hier looking complacent? Was hast du denn schon wieder für Schwierigkeiten? So, erstmal Taktik. Und zwar, Kollege Schössler, wie sieht das bei dir aus, wenn ich dich weiter vorne hinsetze? Gehst du wahrscheinlich an die Decke und hältst dann was von ineffektiv mir vor. Das allerdings ist mir relativ wurscht. Du machst nämlich jetzt mal die falsche 9. Ja, können wir es? Dankeschön. Und du darfst jetzt mal Targetman machen auf Angriff. Klaus, kannst du linke Mittelfeld spielen? Ja. Ibold, kannst du rechtes Mittelfeld spielen? Ja, eher nicht so. Ist mir aber egal, du machst es trotzdem. Und Winger Attack, Wide Midfield, sag ich. Komm, wir stellen dich auf Wide Midfield und Automatic. Und ich ebenfalls. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, Team Talk. Und jetzt würde ich sagen, aggressively. Nee, das kann ich nicht sagen. So schlecht war es denn hier für 1-0. Na, ohne Druck spielte bestimmt niemand in der Führung von 1-0. Das ist ja nur ein deutlicher Hinweis, kann man nicht kriegen, ne? Das hat gar nichts bewirkt. Werner sieht sogar noch gestresst aus, unser Kapitän. Na gut. So viel Verantwortung hast du dann auch wieder nicht. Meine Güte, jammer nicht. Also, auf, ich will das 2-0 sehen jetzt hier. Ich mach keine halben Sachen. Da geht der Trainer an die Decke und es gibt härteres Training. Das wisst ihr. Damit die Trainingsintensität mal drastisch erhöht. Wie viel kann man tranken mit den Temperaturen? Was ich hier verschwitze, ist ein Abnormal. So, man kann heißen den machen, hilft. So, du kannst dann jetzt mal die Szene rennen, dann wenig mal aus. Ist nichts mit dem 2-0 hier gesagt. Dann gehen wir jetzt mal kurz einen hier auf, ne? Und so. Und die falsche 9 finde ich gut. Hartmut vorher haben wir Vertrag angeboten, aber nächste Woche dürfen wir ihn wahrscheinlich gar nicht mehr spielen lassen, also nehmen wir Arvid Fein. Kannst du die falsche 9 spielen? Ja, gut, du hast gerade keine Rolle, die du spielen sollst, also. Ja, das werden wir gleich erfahren. Und rechts im Mittelfeld spielen wir bestimmt auch noch. Janik Deppe. Ja, dann spielst du für Ibold. Wird schon. Confirm. Und passionately. Gute Performance bitte. Sieht gestresst aus. Komm. Kein Druck auf dir, damit du da ein bisschen ruhiger spielst und die da vorne den Stress im Strafraum des Gegners verursacht. Und nicht bei der eigenen Mannschaft. Bitte. Viel zu viel Mittelfeldgeplänkel. Ich wusste, ich werde auch mal den Geist in die Pause gehen müssen. Die Frage ist, wer, wo, was könnte das übernehmen? Aha. Wir hatten noch, warte mal, Seifert, kannst du nicht auch im zentralen defensiven Mittelfeld? Ja, kannst du. Also brauchen wir Linksverteidiger, die Fromlowitz kommt rein für Geisler. Der eine Pause kriegt, Seifert kommt nach vorn. Quatsch, komm mal her. Defensiv, Dankeschön. Und zwar als Ballwinning. Support reicht mir, voll und ganz. Dankeschön. Und ganz ruhig, kein Druck. Ja, ja. Sind ganz relaxed aus und dann spielen die aber auch so. Deswegen stresse ich die lieber ein bisschen. Ja, Bradfield kriegt sein Geld. Bradfield, nicht Bradfield. Ist nicht alles Brexit. Keine englischen Scherze jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Die werden noch genug zu weinen haben. Die großen Staaten von
Großbritannien, die halt kleine Staaten heißen wahrscheinlich. So, jetzt hier, ich glaube immer noch das 2-0, ne? Also, wenn man das richtig verstehen. Ich will nicht irgendwie einzelne Spiele. Ich könnte zwar damit leben, aber das reicht mir nicht. Klares. Ich will nicht noch in den eigenen Kasten. Okay. Tagging. Und halt anders. Druck machen. Zweikämpfe gewinnen. Bälle erobern. Nach vorne forcieren das Spiel. Gegner das Leben zur Hölle machen. Das ist doch schon mal echt zu mitwirken. Falsche Mann, aber fein. Keine echte Anspitzation. Jetzt erst Hildebrand. Immer für Mittelfeldaufgaben zuständig ist. Klaus, einmal kleines Feld. Auf Deppe. Naja, gut, ist ein Jungspieler. Immerhin. Direkte Ecke. Robert Klaus von rechts. Und weg ist er. Ja, nach draußen auf Klaus, der immer noch wartet und den Gegner einschießt. Zum letzten Mal. Hättest du Platz zum Laufen gehabt und an ihm vorbeiziehen, was auch immer. Von mir ist Dribbel an ihm vorbei und wenn du festhängst, sehr egal, aber. Das ist doch immer diese Sinnesschüsse. Und noch eine Ecke, weil es reicht ja nicht mehr. Zwei. Kommt noch ein paar mehr rein. Der Sturm aus der ersten, was brav von raus ist, eigentlich leicht. Ja. Hol ihn. In der Nachspielzeit noch ein Treffer, wäre nicht schlecht. Wie gesagt, 1-0 ist einfach auf Dauer zu gleich. Wenn wir uns für den Aufstieg die Tore, das heißt. Zack! Boah, komm! Wieso Abseits? Der war doch schon quasi hinter der Linie, ne? Das ist bestimmt per Regelwerk kein Abseits. Okay, also Utabis, das sieht nicht schlecht für uns aus mit dem Thema Aufstieg. Ja, bin geneigt, auch mal das eine oder andere Spiel jetzt vorzusimulieren, ja, quasi selber zu spielen, ohne aufzunehmen und dann zu sagen, na, da kommt ein Spitzenspiel oder so. Hier tut sich irgendwas, was wichtig wäre. Oder wir produzieren halt weiter für jeden Tag eine Folge. Mit einem Spiel ist ja durchaus oft drin. Wäre ja kein Weltraum. Besonders wenn es so ruhig abläuft im Moment dieser Saison. Das heißt, die Playlist ist ja im Moment wahrscheinlich nicht so spannend für euch. Aber es wird schon spannender werden, wenn wir nach oben kommen. Also, spätestens wenn wir mal aufsteigen oder einen anderen Verein haben, dann kann das ganz schnell gehen. So, das soll natürlich nicht passieren jetzt. Mit einer Glanzparade wirft er sich da wie aus der Pelle. Daraus wird eh nichts mehr, denke ich. Links außen, sehr gut. So, das reicht mir. 1-0. Damit kann ich leben. Nicht so die super Leistung heute, aber ja, gut. Halt, ne? Hildebrand hat heute überzeugt. Sehr schön, sehr schön. Overall, ganz ruhig. Ja, das ist, stimmt schon. Das war. Aber das möchte ich so auch nicht sagen. Zurückhaltend. Gott, gibt es nichts Sonderliches zu sagen. Und alle scheinen in Gedanken versunken. Sehr gut. Dann denkt mal über eure Leistung nach. Und Hildebrand, dich kann ich durchaus mal loben. You were great in the second half. Genau. Du hast dich richtig entwickelt in der zweiten Halbzeit. Das war auch besser. Also ganz ruhig. Insgesamt ganz zufriedenstellend. Robert Sickert, der sieht auch gleich glücklich aus, unser Freund. Mit dem Anspruch nach oben. Du bist erst an der Liga oben, wenn du gegen uns... Und wir sind Tabellenführer. Mensch! Die 13. Folge hat doch kein Unglück gebracht. Wer hätte das gedacht? So, Inbox, wie sieht's aus? Vintage-Display? Naja, mein Ding. Play of the Match, bla bla bla. Sunday, Oberliga Roundup, werden wir gleich rauskriegen.
Turns Professional. Ja, Squad können wir den jetzt eigentlich auch offiziell oder so? Ich würde ihn gerne registrieren. Geht wieder erst am irgendwann, oder? Klar. Warum auch? Naja, was soll's. Also euch beide darf ich nicht mehr einsetzen, so wie ich das sehe. Another loud play. Das versteht wer will. Okay, Schedule. Wer ist unser nächster Gegner? Wismut Gera war es. Okay. Dann gleich nochmal schauen. Und Wismut Gera schauen wir uns auch nochmal an vorher. Die haben 2:0 gegen Halle 96 verloren. Meine Güte. Die verlieren hier alle munter gegeneinander und wir sind die Einzigen, die kontinuierlich weiterspielen. Wismut Gera in gelb-orangenen Trikots. Schauen wir mal. Ja, das. Es ist Oberliga. Das müssen wir uns immer wieder dran erinnern. Das ist hier die fünfte Liga, in der wir spielen. Also eine der fünften Ligen. Es gibt viele fünfte Ligen in Deutschland. Oh je, Mini. Also, das ist schon. Totalversagen der Abwehr inklusive des Torwarts. Das muss man so sagen. Da kam der Abpfiff nämlich an. Und nirgendwo geht irgendeiner ran. Denkt ans Decken oder sonst was. Hier auch. Der Ball geht über. Noch an den eigenen Mitspielern sogar noch vorbei. So viel Platz haben die. Und erst auf den Flügeln haben sie dicht gemacht. Interessant. Ja, gut, dann brauchen wir dazu auch nicht viel sagen. Sondern freuen uns darauf, dass wir in der nächsten Folge genau das uns nochmal anschauen werden. Wie diese Mannschaft selber agiert. Ja, neuer Rekord. Unbesiegbare Marke anstatt der 9. Ja, gut, dann müssen wir uns nicht übertreiben jetzt hier. Board, wie sieht es denn aus, liebe Freunde? Ich bin daran verantwortlich, dass der gute Leistung bringt, wenn ihr das habt. Oh, da haben wir das erste Spiel verloren, da regen die sich auf. Meine Güte, jammert nicht so viel rum. Akzeptiert lieber, dass ich hier der Leader im Verein bin und weiß, wo es lang geht. Ganz klarer Fall. Ja, letztes Jahr hat es ja auch nicht gereicht für Platz 1. Also, ist gerade nur Platz 3. Ich mach das schon. Vertraut mir. Ich kenne mich aus. Offensichtlich weiß ich, wie es geht. Wir gewinnen und gewinnen und gewinnen und gewinnen und gewinnen und in 5 Spielen gab es ein Gegentor. Hey, da weiß ich gar nicht, was ihr hier rumheult, also ganz ehrlich. Competitions. Ne? 7 Spiele, eine Niederlage, 6 Siege. Wir sind die beste Mannschaft. Tordifferenz von plus 9. Das heißt 11 geschossen, 2 kassiert. Ganz klar die Leistungssteigerung nach oben. Kein Grund zu heulen. Und wir werden uns anschauen, wie das aussieht als nächstes gegen Wismut Gera. Bis dahin, Xane!